Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Nax Ramas. Ihr habt es gesehen, die neuen Flügel sind jetzt offen, es geht weiter ins Seuchenviertel. Und ich habe es gerade eben schon aufgeschlossen mit 700 Gold. Boah, 700 Gold. Der Kampf gegen Not wird kein leichter sein. Ihr wisst ja, Not kennt kein Gebot. Ja, der Witz war toll. Seine Fähigkeit ist... Okay, also er kann jeden wiederholen. Okay. Aber ich denke, da wird unser Magier eigentlich fast das Beste sein. Weil dann können wir jedes Mal noch entsprechend eins wieder draufhauen. Okay. Ja, komm. Jaina gegen Not, den Seuchenfürsten. Okay, ich bin sehr gespannt. Meine Sammlung. Ihr habt es so gewollt. Bringt am Anfang nichts. Ich brauche am Anfang erstmal ein bisschen was. Ja, okay. Zweimal ein Froschblitz. Bin ich mal gespannt. Okay. Erste Runde, wir können nichts machen. Er coint und spielt. Okay, er spielt einen Tank aus. Der macht allerdings nur einen Schaden, deswegen werde ich das jetzt einfach mal gekonnt ignorieren. Das war's. Und spiele einfach mal das aus. Okay, er geht eh in unser Gesicht. Dann können wir ihn jetzt entsprechend weghauen. Zack. Soldaten. Oh. Erhebt euch und kämpft! Habe ich denn seine Spezialfähigkeit? Ach, scheiße. Okay. Na ja, gut, dann hätte ich anders reagieren sollen. Okay, noch ein Dreier-Skelett. Aber da bringt es natürlich doch ein bisschen mehr. Und er spielt nicht seine Spezialfähigkeit. Okay, dann bringen wir schnell sie ins Spiel. Tretet bei oder sterbt. Okay. Oder beides. Die nächste, die ziemlich nervt. Und ich würde sagen, wir traden. Ich kümmere mich um. Ach, dieses blöde Skelett kommt wieder. Okay. Ja gut, aber wir haben eins. Okay. Der ist natürlich prädestiniert für einen Schaf. Weil ich glaube, zwei Schaden da jetzt drauf zu bekommen, das wäre arg blöd. Deswegen einmal hier. Und dann froschten wir ihn entsprechend ein. So. Bringt eure Toten. Er spielt ein Geheimnis. Okay. Fügt allen Dienern einen Schaden zu. Okay, damit würden wir ihn wegkriegen. Ihn können wir zur Not auch hier mit wegkriegen. Das heißt, wir müssen als erstes hier mal die Auflösung machen. So, der ist ein bisschen runtergesetzt worden. Und jetzt können wir entsprechend hier noch ihn an einmal inspielen. Das war's. So. Wir haben ja hier immer noch einen mit dabei. Oh, noch einen. Lass diesem Herzen sprechen. Okay, jetzt spielt er offenbar alles aus, was irgendwie geht. Gut, unser Wasserelementar ist eh des Todes. Deswegen können wir das eigentlich schon gleich opfern. Sehr schön. So, einmal, er bekommt leider eine Karte dafür. Das ist natürlich blöd. Aber wir können das Ganze noch ein zweites Mal nutzen. So. Ihn ignorieren wir mal und spielen alles ins Gesicht. Und nehmen ihn darüber raus.
und spielen nochmal ein extra Yeti. So. Oh, nochmal ein. Ob ich diesen Typ habe? Okay. Zwei Schaden, damit könnten wir ihn hochbuffen. Rechnen wir mal. Der wird nicht überleben, der würde überleben. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Okay. Dann müssen wir den leider opfern. Im Feuerball. Einmal weg. Gut, wir haben noch einen Einser extra hier. Dann nehmen wir ihn raus. Ihn machen wir hier mit weg. Und weitere 6 Schaden ins Gesicht. So. Sieht gut aus. Folgt mir ins Grab. Ich würde es ihnen zeigen. Ich würde es ihnen alle zeigen. Okay. 11. Also langt, dann beenden wir die Runde. Geheimnis war nicht da. Okay, also ihr seht, es ist nicht hier. Er wollte doch nur helfen, wo Not am Mann war. No, diese Wortspiele sind ja echt schlimm. Das war die Normalrunde, war jetzt recht leicht. Man konnte zumindest mal einen Einblick bekommen, wie er das Ganze machen wird. Und ich bin schon sehr gespannt auf die heroische Variante, beziehungsweise die Herausforderungsvariante. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns gleich beim nächsten Gegner von Naxxramas. Oh, und wir bekommen die Gargoyle. Damit können wir natürlich extrem viel machen, dieses volle Leben. Ich frage mich allerdings, ob es nur die 4 hochhält oder wenn man ihn mit einem Priester vielleicht irgendwie hochhält, ob es da noch ein bisschen mehr macht. Und unser nächster... ich habe ihn gehasst in Naxxramas, in WoW. Okay, das war's auf jeden Fall und dann bis zur nächsten Runde. Bis dann, tschüss.